Moin liebe Freunde, ich befinde mich heute an einem Forellensee, und zwar ist das Bredenmoor in Quickborn bei Familie Richter an der Fischzucht. Ich werde den See heute mal ein bisschen testen. Ich habe zwei Routen draußen, eine auf Pose, andere auf Grund. Boah, schauen, was hier geht. Wassertiefe beträgt hier zwischen 2,50 Meter, das ist die Flachwasserzone, und ungefähr 7,90 Meter bis 9 Meter im tiefsten Bereich, mittig im großen Teil des Sees. Ich befinde mich heute mal hier in der Bucht, werde die Flachwasserzone mal ein bisschen abfischen, mal gucken, was geht. Ich werde auf jeden Fall weiterhin schön berichten. Zu meinem Gerät wollte ich noch mal sagen, was ich so fische. Also ich habe Teleskoprouten von der Firma Tubertini und solche Forellenrouten, die sind schön, die haben eine schöne Aktion. Schnur habe ich eine 10er Monophile drauf und die Rolle ist eine Tubertini, eine 3500er. Also richtig schön leichtes Gerät. Das reicht am Forellensee. Ich habe noch schweres Gerät dabei, weil hier sind auch noch Störe drin. Die kann man beangeln. Mal gucken, dass ich nachher mal ein Wurmbündel fertig mache. Ansonsten kann man hier auch Hechte, wurde mir gesagt, sind hier drin. Da sollte jemand einen Hecht fangen, kriegt er dafür eine Freikarte, weil die wollen gerne die Hechte hier aus dem See haben. Ja, Papissanzeiger, mein Kescher, was man so dabei haben muss. Also leichtes Geschirr reicht hier vollkommen aus. So, die erste Forelle ist eingestiegen. Schön auf dem Boot-Taster. Hat gut Alarm gemacht. Ich gucke mal, ob ich die drauf bekomme. Da liegt das gute Stück. Ja, ja. Da. Ja, super. Nochmal ergänzend zu sagen zu der Firma oder zu der Familie Richter. Solltet ihr mal keinen Fisch fangen, ihr habt Hunger. Die verkaufen ja auch Lammfleisch aus eigener Zucht. Und zu Weihnachten gibt es Gänse. Ihr bekommt natürlich hier Brötchen, Kaffee. Die haben 7 Tage die Woche auf, von 6 Uhr bis 18 Uhr. Feiner See. Sollte jemand mit euren Kindern hierher kommen oder sonst was und ihr wollt unbedingt Fische fangen, das ist hier auch kein Problem, denn die Familie Richter hat auch Kiloteiche. Ja, die sehen dann so aus. Ich schwenke mal. Kleine Teiche. Kann man mit seinen Kindern, und hier kann man auf jeden Fall schön angeln, und hier beißt es auch auf jeden Fall. So Freunde, das war's für mich heute. Ich sitze im Auto, ich fahre jetzt wieder gen Heimat. Gelohnt hat sich's. 3 Forellen, ein Saibling, wunderbar. Was mir eben gerade noch die Betreiberin gesagt hat, mittwochs kann man hier für 20 Euro 3 Routen, einen ganzen Tag. Und man kann auch, wenn man den See mal kennenlernen will, nur stundenweise angeln. Man kann hier auch auf Stunde angeln, also das ist hier auch möglich. Und dann habe ich ja noch eine Werbung, haben sie am 29. machen sie den normalen Besatz plus Sonderbesatz. Da kommen nochmal 500 Kilo extra in den See rein. Am 29.04. Also eigentlich rundum eine schöne Anlage, muss ich echt sagen. Sauber. Die Betreiber geben sich sehr viel Mühe. Man hat hier eine kleine Terrasse, das heißt, ja, so einen kleinen Ausguck, da kann man sich hinsetzen, Kaffee trinken, wenn man nur mal verweilen will hier. Also auf jeden Fall mal eine Reise wert hierher. So, ich verabschiede mich, wünsche was, bis zum nächsten Mal, euer Jan. Ciao, ciao.